Hi ihr Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie man eine Wendebeanie näht. Ihr benötigt zwei Jersey-Stoffe, die Länge, Kopfumfang plus ca. 3 cm und die Höhe für eine Kinderbeanie ca. 25 cm. Wenn es eine Longbeanie werden soll, kann es auch 30 bis 35 cm sein. Dann legt ihr rechts auf rechts und näht folgende Seite zusammen. Ich nehme eine dehnbare Naht, das ist bei mir die Nummer 13. Und dann müsste das so aussehen wie bei mir. Und klappt dann wieder zu. Dann faltet ihr wie folgt dreimal den Stoff. Und schneidet dann schräg von oben der Kante runter bis ca. 18 cm. Und dann klappt ihr den Stoff auseinander und habt beidseitig diese Berge. Und klappt nun folgendermaßen den Stoff übereinander. Ihr müsst unbedingt eine Wendeöffnung lassen, am besten relativ weit oben. Ich fange nun an, folgende Seite zu nähen. Mit einem normalen geraden Stich, das ist bei mir die Nummer 5. Da ist die fertige Naht und jetzt gegenüber. So muss es dann aussehen. Folgende Seiten sind zusammengenäht, in der Mitte wird nicht zusammengenäht. Und dasselbe nun auf der anderen Seite, nur ich fange nach der Wendeöffnung an. Ich lasse ein Stück frei und da setze ich an. Da ist die Wendeöffnung und von da setze ich an bis ganz oben. Und nun die gegenüberliegende Seite. Wenn ihr das getan habt, nehmt ihr folgendermaßen den Stoff auseinander. Und näht nun die komplette obere Seite, die noch offen ist, zusammen. Schauen, dass Naht auf Naht liegt. Dasselbe auf der gegenüberliegenden Seite. Und nicht vergessen, am Anfang und am Ende einer Naht immer vor und zurück, damit die Naht auch geschlossen ist und sich nicht von alleine öffnet. Dann krempelt ihr die Mütze durch die Wendeöffnung um. Dann muss nur noch die Wendeöffnung geschlossen werden. Dies zeige ich aber mit einem extra Video demnächst. Das ist nämlich ein unsichtbarer Matratzenstich. So, fertig ist die Mütze. Man kann beide Seiten nutzen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr sehen wollt, lasst mir doch ein Abo da und dann verpasst ihr keine Videos.